Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Gerd Martensson. Ich bin Kommunikationstrainer und Praxiscoach. Heute möchte ich ein Plädoyer halten für einen bilder erzeugenden und damit gehirngerechteren Dialog in der Patientenberatung. Es ist Jahre her. Da war ich auf einem Kongress mit etwa 500 Teilnehmern. Vera Birkenbiel hielt damals einen Vortrag über das Thema gehirngerechte Kommunikation. Und mitten in ihrem hochinteressanten Vortrag bat sie uns, an einem Versuch teilzunehmen. Sie sagte, ich werde Ihnen gleich eine Information geben und Sie haben die Aufgabe, es anschließend nachzusagen. Wir waren einverstanden. Sie sagte, ein Zweibein hat ein Einbein, da kommt ein Vierbein und nimmt dem Zweibein das Einbein, darauf nimmt das Zweibein das Dreibein und schlägt auf das Vierbein. So, sagte sie, jetzt sagen Sie es nach. Wir hatten keine Chance. Und sie hat Verständnis geäußert und sagte, ja, natürlich können Sie diese Informationen nicht wiederholen, weil sich kein Bild in Ihrem Kopf entwickeln konnte. Gleich mit einem Bild vor Augen wird es Ihnen gelingen. Das Ganze spielt in einer Bar. Ein Zweibein, ein Mann, hat ein Einbein, ein Hähnchenschlegel, das er isst. Da kommt ein Vierbein, ein Hund, und klaut dem Zweibein, dem Mann also, das Einbein. Darauf nimmt das Zweibein, der Mann, wutentbrannt das Dreibein, den Barhocker, und schlägt auf das Vierbein, auf den Hund. Keine Frage, jetzt gelang es uns, die Informationen zu wiederholen, weil wir ein Bild im Kopf hatten. Und um diese Bilder geht es doch auch in der Patientenberatung. Die meisten Beratungsgespräche in der Zahnarztpraxis werden mehr oder weniger im Monolog geführt. Man weiß, dass bei einem Monolog noch nicht einmal 10% der Informationen vom Patienten aufgenommen werden. Es entstehen dabei viel zu wenige Vorstellungsbilder im Kopf des Patienten. Ein Indiz dafür ist zum Beispiel ein ständig nickender Patient, der einfach nur vorgibt, zuzuhören. Glücklicherweise profitieren Ärzte immer noch von einem Vertrauensvorschuss, der allerdings abnimmt, je mehr Patienten Zahnärzte als Akteure auf dem Gesundheitsmarkt betrachten. Diese Entwicklung wird sich meines Erachtens nach verstärken und sie wird sich kaum zurückdrehen lassen. Darum müssen Zahnärzte aus der Routine einer monologorientierten Patientenberatung raus. Und zwar hinein in die Routine der Patientenberatung im Dialog, um besser die Wünsche und Vorstellungen des Patienten zu erfahren. Und natürlich auch zu berücksichtigen. Das heißt, mehr fragen, mehr zuhören, mehr beobachten, mehr erkennen. Jeder Berater wird bei einem gelungenen Dialog weitaus klüger handeln können, weil er mehr Zeit fürs Zuhören, fürs Beobachten und fürs Nachdenken gewinnt. Jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt sollte darum auch immer ganz nah an den Gedanken des Patienten sein. Die Frage ist, wie gelingt das? Das gelingt zum Beispiel mit Hilfe von Quittungsfragen, zum Beispiel auch nach einer Nutzendarstellung. Quittungsfragen sind zum Beispiel, was sagen Sie dazu? Wie sehen Sie das? Wie gefällt Ihnen das? Inwiefern entspricht das Ihren Vorstellungen? Ja, Sie hören gut zu und helfen dem Patienten auch durch ergänzende Kommentierungen bildhafte Nutzenvorstellungen zu entwickeln. Mit Quittungsfragen erhalten Sie als Zahnärztin darüber hinaus nicht nur den Dialog aufrecht, sondern Sie bekommen gleichzeitig auch Teilentscheidungen vom Patienten. Die Summe der Teilentscheidungen führt zu einem positiven Abschluss des Beratungsgespräches. Und zwar ohne, dass Sie als Arzt das unangenehme Gefühl entwickeln, Verkäufer zu sein. Darum, meine Damen und Herren, nur ein Beratungsgespräch im Dialog ist ein gutes Gespräch. Erlauben Sie mir eine Metapher für die Beratung im Dialog. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Bach. Sie wissen, in diesem Bach schwimmen Fische, die Sie natürlich fangen wollen. Als Ausrüstung haben Sie einen Korb und einen Kescher, um diese Fische zu fangen. Sie freuen sich darüber, dass viel Wasser kommt, denn umso mehr Fische werden im Bach schwimmen.
Allerdings auch Unrat, Holzstücke und andere Dinge. Die Strategie muss heißen, Unrat vorbeischwimmen lassen und die Fische im Wasser mit dem Kescher fangen. Bei dieser Metapher ist das fließende Wasser der hohe Gesprächsanteil des Patienten. Unrat sind die Aussagen des Patienten, die nicht zum Ziel führen. Und die Fische sind Aussagen, die von der Zahnärztin oder Zahnarzt aufgegriffen werden, damit wunschaktivierende Nutzenbilder im Kopf des Patienten entstehen. Ja, es wird immer darum gehen, aus der uns anerzogenen Monologroutine in eine Routine des zielführenden Dialogs zu gelangen. Das gelingt nicht auf Kommando. Eine Veränderung der Routine, die muss man trainieren. Gerne helfe ich Ihnen dabei.